Liebe Geschwister, Allah Ta'ala hält im Koran fest: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sprich, eine Aufforderung an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Sind diejenigen, die wissen, denen gleichgestellt, die nicht wissen? Was führt zu Wissen, liebe Geschwister? Weise Menschen, Lehrer, Professoren, Eltern vor allem, Erzieher, sie werden sagen, dass derjenige kenntnisreich wird, der die richtigen Fragen stellt. Und Philosophen sagten, dass man eine Person nicht nach ihren Antworten beurteilen soll, sondern nach den Fragen, die sie stellt. Und ihr werdet vielleicht aus der Schule mitgenommen haben, dass sehr oft die Lehrer ein Lob aussprechen für denjenigen oder für diejenige, die eine gute Frage gestellt haben. Ah, sehr kluge Frage, weil in der klugen Frage ist bereits enthalten der Wissensstand, den man in die Frage mit hineinbringt. Man stellt nicht das, was offen, man stellt nicht eine Frage nach dem, was offensichtlich ist. Oder das, was an Wissen leicht zu erreichen ist. Ja, wenn man die Gelegenheit hat, einen Kenntnisreichen vor sich zu haben, egal in welchem Bereich, dann stellt man nicht die Fragen, deren Antworten man leicht nachgoogeln kann. Man stellt besondere Fragen. Und subhanallah, als Allah Ta'ala dies festhielt im Koran, dass die Kenntnisreichen, die Wissenden, nicht denen gleichgestellt sind, die unwissend sind, sagt er dies nicht aus mit einer Aussage, die Wissenden sind nicht wie die Unwissenden, sondern er stellte die Frage. Das heißt, ein Hinweis darauf, wie wichtig das Fragestellen auf dem Weg zur Kenntnis ist. Denn Allah Ta'ala fragte, sind diejenigen, die wissen, denen gleichgestellt oder so wie die, die nicht wissen? Und Allah Ta'ala und diese Frage, diese heutige Khutba, sie zentriert um Fragen herum, die Allah Ta'ala uns stellt. Und diese Fragen sollen unser Innerstes bewegen. Liebe Geschwister, diese Fragen sollen wir mit in unser Leben nehmen. Allah Ta'ala, er macht uns aufmerksam auf die Gnaden, die er uns gegeben hat. Allah Ta'ala sagt im Koran: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Habt ihr das Wasser gesehen, was ihr trinkt? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen? Oder sind wir es doch, die es herabkommen lassen? Neben der zentralen Gabe des Wassers, und die Wissenschaftler sagen, dass die Kriege in Zukunft um Trinkwasser geführt werden. Die zentrale Gabe des Feuers, die Allah Ta'ala im Koran erwähnt. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِيمِ. Was meint ihr denn zum Feuer, das ihr durch Reiben zündet? Wieder die Frage. Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen? Oder sind nicht doch wir es, die entstehen lassen? Allah Ta'ala ist der Schöpfer, liebe Geschwister, des Wassers, der Hervorbringer des Feuers. Und Allah Ta'ala sagt, wir haben es als Erinnerung an das Höllenfeuer gemacht. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass dieses Feuer in dieser Erde sinnbildlich um das 70-fache verringert wurde, dass wir überhaupt davon profitieren können. Und als Nutzen gemacht, also als Erinnerung in Bezug auf das Jenseits. Wir haben einen jenseitigen Nutzen am Feuer, wie auch, liebe Geschwister, einen diesseitigen Nutzen. Die Nahrung. Allah Ta'ala sagt im Koran: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
لو نشاء لجعلناه حطاما فظللتم تتفكهون. Was meint ihr denn zu dem, was ihr an Saatfeldern bestellt? Der ganze Ackerbau ist hier gemeint. Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die es wachsen lassen? Und wenn Allah wollte, liebe Geschwister, könnte er die Ernten oder das Gesäte vernichten. Und wie würden wir dann dastehen, liebe Geschwister? Der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, wie At-Tabari in seinem Tafsir festgehalten hat, La taqulanna zara'tu walakin qul harathat. Spricht nicht, ich habe wachsen lassen. Aber wir können nicht wachsen lassen. Sondern sag, ich habe gesät, ich habe bestellt. Wir sagen auch, der Arzt behandelt. Aber heilen, liebe Geschwister, tut Allah. Und Allah Ta'ala vermag zu heilen ohne Mittel. Wir sollen die Mittel suchen, wie der Prophet auch gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber das Mittel, liebe Geschwister, entscheidet nicht. Allah Ta'ala einzig und allein entscheidet, ob ein Mittel seine gewöhnliche Wirksamkeit entfaltet oder nicht. Und Allah entscheidet, ob eine Person ohne das gewöhnliche Mittel zum Erfolg kommt oder nicht. Und wir kennen alle die Ausnahmen, ja, die scheinbaren Ausnahmen, die unsere weltlichen Regeln bestätigen. Aber wenn wir hart auf diese Ausnahmen achten, merken wir, subhanallah, welche Regel existiert eigentlich? Wenn es heißt, einer von 10.000 bekommt diese Krankheit, du konntest sie eigentlich gar nicht bekommen. Ja, aber die Person, die sie bekommen hat, die hat sie bekommen. Was hilft dieser Person dann? Die Regel. So sehen wir, liebe Geschwister, alles ist in der Hand Allah Ta'alas. Und dieser Abschnitt, wo Allah Ta'ala über das Feuer gesprochen hat, über das Wasser gesprochen hat, über die Nahrung gesprochen hat und noch über weitere Dinge gesprochen hat, endet auch damit. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. So preise den Namen des Allerhöchsten Herrn. Ja, weil subhanallah, was würden wir machen ohne Wasser? Was machen wir ohne Feuer? Was machen wir ohne Nahrung? Was machen wir, wenn es nicht wächst? Was machen wir, wenn die Ernte vernichtet wird? Von dem, was wir als Naturgewalt wahrnehmen. Aber Allah Ta'ala ist die Macht hinter jeglichem weltlicher, hinter jeglichem weltlichen Mechanismus, hinter jeglichem weltlichen Faktor, liebe Geschwister. Deswegen sollen wir Allah Ta'ala preisen. Fragen, die Grundgnaden um uns herum, ohne welche wir kein menschliches Leben haben. Aber Allah Ta'ala, er fragt noch tiefer, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt im Koran, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Haben sie sich nicht Gedanken über sich selbst gemacht? Der Mensch möge sich Gedanken über sich selbst machen. Allah Ta'ala sagt im Koran, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Bedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn erschaffen haben und zuvor war er nichts? Zuvor war er nichts. Aber er gibt uns, liebe Geschwister, noch ein greifbares Beispiel. Er führt uns auf diesem Weg des Nachdenkens, wenn er, und Allah Ta'ala scheut sich nicht vor die Wahrheit, im Koran fragt, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Was meint ihr zu dem, was ihr an Samen, an Sperma absondert, herausstößt? Der Mensch überlegt. Der denkt, ja, wo war ich? Ich bin jetzt 37, wo war ich vor 39 Jahren? Und dann kommt immer dieser Gedanke, ja, wo wir gewesen sind oder was wir gewesen sind. Aber wenn wir diese Flüssigkeit betrachten, liebe Geschwister, wie kann man diese Flüssigkeit mit den Menschen in Verbindung bringen? Wie kann man die Eizelle der Frau, liebe Geschwister, und die Samenflüssigkeit des Mannes mit uns Menschen in Verbindung bringen? Ist das nicht seltsam, subhanallah? Bewundernswert im wahrsten Sinne des Wortes, wie aus diesen, ja, Flüssigkeiten wir entstehen?
Und woher kommt das? Allah Ta'ala sagt im Koran: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Seid ihr es, die das erschaffen, oder sind wir es, die es erschaffen? Subhanallah. Und Allah Ta'ala, und durch diese Aya, liebe Geschwister, ist unter anderem, also unter Allah Ta'ala hat ihm mehrere Zeichen gegeben, aber dies war eines der zentralen Zeichen, die er nicht vergessen hat, der Sahabi Jubair ibn Mut'im, als er Gefangene Badrs auslöste. Also er kam als Polytheist nach Medina, als Unterhändler, um Gefangene mit nach Mekka zu nehmen. Und dort hörte er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Aya vortragen. Und sie verließ ihn nicht, diese Aya, sondern sie führte ihn zum Islam. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Oder sind sie durch nichts erschaffen worden? Sind sie durch nichts erschaffen worden? Wir konnten so weit kommen mit unserer Wissenschaft und einen Ursprung des Menschen feststellen. In einem rein atheistisch-naturwissenschaftlichen Zusammenhang. Kein Wissenschaftler sagt, der Mensch war schon immer da, in einem Kreislauf. Sondern sie sagen, ja, die Menschheit entstand dann und dann. Das heißt, irgendwann war man nicht Samenflüssigkeit, Eizelle bei seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, sondern irgendwann gab es gar keine Samenflüssigkeit, keine Eizellen. Was waren wir dann? Wo waren wir dann? Und Allah Ta'ala fragt, sind sie denn aus dem Nichts erschaffen worden? Oder gar selbst die Schöpfer? Also, oder schufen sie Himmel und Erde? Haben wir das Universum erschaffen? Und diese Fragen, liebe Geschwister, sie machen uns klein. Sie machen den Menschen klein und suchend. Und Allah Ta'ala stellt nicht fest, in einer Feststellung, in einer Aussage mit einem Punkt oder mit einem Ausrufezeichen, sondern in der Frage selbst können wir seine Liebe sehen. Den Menschen die Möglichkeit zur Rechtleitung zu geben. Das ist ausgestreckte Rechtleitung. Jede Frage im Koran, liebe Geschwister, ist liebevoll ausgestreckte Rechtleitung, die der Mensch so annehmen muss, wo er noch nicht mal sich Mühe machen muss. Ja? Er wird direkt in Bezug auf sich angesprochen. Und er wird abgeholt mit seinem Verstand. So selbstbewusst, liebe Geschwister, ist unsere Religion. Ja? So dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke, ohne Vergleich, denn dies ist Allahs Wort, unerschaffen. Diese Stärke spricht aus dieser Frage, weil Allah Ta'ala, ja, natürlich keine, wie sollte er als Schöpfer irgendwelche Befürchtungen haben, dass wir Menschen auf Gedanken kommen könnten oder dass wir uns Fragen stellen könnten? Nein, so wie er uns erschaffen hat, so wie er die Natur erschaffen hat, hat er es eingerichtet, dass der Fragensteller zur Antwort kommt. Deswegen fordert er zum Denken auf. Deswegen haben die Muslime auch, als sie die Religion eingeatmet hatten, haben sie auch Bücher inhaliert, liebe Geschwister, und auswendig gelernt und kommentiert und weiterentwickelt und ja, die Wissenschaft verfügbar gemacht. Die größte Alphabetisierungswelle in der Geschichte, liebe Geschwister, ging vom Koran aus. Und zuvor, ja, die vorherige Institution, die sich an die vorherige, die größte Institution, die sich an die vorherige Offenbarung, die vorherige Offenbarung zu verwalten hatte, ja, hielt diese Offenbarung gegenüber dem einfachen Volk zurück und es gab keine Alphabetisierungswelle. Die meisten Menschen waren Analphabeten gewesen. Bei uns genau umgekehrt. Ja? Das ist das Buch Allahs. Alle müssen es lesen. Und in diesem Buch
Fragen, 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 Fragen. Damit hier das Gehirn angeregt wird, der Geist gestärkt wird durch diese Fragen. Subhanallah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch tot, nicht existent gewesen seid und er euch daraufhin lebendig gemacht hat und ihr werdet wieder sterben, Allah wird euch wieder sterben lassen und daraufhin wieder lebendig machen. Wie könnt ihr ihn leugnen? Allah fragt, wie können wir Allah Ta'ala leugnen? Denn wenn wir uns Gedanken machen über unsere Umwelt, wenn wir uns Gedanken machen über uns selbst, über unser Erschaffensein, dann werden wir auch zum Schöpfer kommen. Und wie können wir dann den Schöpfer leugnen? Wie können wir dann den Schöpfer leugnen? Und Allah Ta'ala stellt eine weitere Frage im Koran, liebe Geschwister. Meint der Mensch etwa, er würde sich selbst überlassen sein? Ibn Kathir und Jalalain, sie führen auf, dass damit gemeint ist, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen werden wird. Dass er einfach machen kann, was er will. Das ist der sogenannte Deismus. Es gibt Atheismus, es gibt keinen Gott. Es gibt Theismus, es gibt einen Gott, der darüber hinaus auch sich offenbart, Kontakt mit seiner Schöpfung aufnimmt. Ja, über Propheten, über heilige Schriften, über Eingebung, über Rechtleitung. Und dann gab es so einen Kompromiss in der Philosophie. Nein, nein, Gott können wir nicht leugnen, Gott ist existent. Aber er offenbart nicht. Er überlässt den Menschen sich selbst. Wie kann man dazu hinfinden? Nach all dem, nach dem Universum und nach deiner Erschaffung, soll das auf einmal, nachdem man das entdeckt hat, dass man das Wesen ist, was reflektiert, schaut euch das Tierreich an. Ihr werdet jede Handlung eines Tieres einordnen können in seinen Überlebenskampf. Aber sie haben keine kulturellen Handlungen, ja, keine religiösen Handlungen. Ja. Das habe ich als Kind ja, mit meinem Hamster schon gelernt. Mein Hamster hat eine Ecke zum Schlafen, eine Ecke, wo er sein Essen reinstellt, die andere Ecke, ja, und dann eine Ecke ist so, ja, einfach so. Aber da macht er nichts Besonderes. Alles, was er macht, ist eingeordnet in diesen Überlebenskampf. Aber wir Menschen, wir haben Kulte, wir haben Riten, ja, wir haben religiöse Zeremonien und Handlungen. Selbst in, ja, atheistisch, säkularen Systemen macht der Mensch seltsame Dinge, die nicht mit diesem Überleben zu tun haben. Wie kann der Mensch meinen, er wäre sich selbst überlassen? Wie kann er meinen, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er auf dieser Erde tut? Ibn Kathir führte noch auf das Wort eines der Salaf, eines der rechtschaffenen Vorfahren, ja, dass er nicht nochmal nach dem Tod wiedererweckt wird, was wieder auch zur Rechenschaft dazu kommt. Wie kann der Mensch meinen, er wäre sich selbst überlassen? Immanuel Kant, die Krone der Aufklärung, ja, der Philosoph. Ich möchte folgendes Zitat von ihm vorlesen. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Zwei Dinge, die ihn fasziniert haben, als rationalen Philosophen, die ihn fasziniert haben. Umso mehr er darüber nachgedacht hat, umso mehr faszinierte ihn das. Der bestirnte Himmel über mir, Allah Ta'ala, ja, er greift in uns ein, weil er weiß, was wir als schön empfinden. Er weiß, was uns fasziniert. Und das Stirnenfirmament, Subhanallah, wir kommen weg von dieser Welt, weg von diesem Hamsterleben, ja, im Hamsterrad, wenn wir uns Allah Ta'ala Schöpfung betrachten. Und nun, das, was auch jeder Mensch installiert bekommen hat. Er sagte, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Das moralische Gesetz in mir, im Menschen.
Er untersuchte ja den Menschen. Und dieses moralische Gesetz in ihm, das installierte moralische Gesetz. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er schwört auf dieses installierte moralische Gesetz im Koran. Und bei einer jeden Seele und dem sich selbst, also Allah Ta'ala selbst, der sie erschaffen hat. Derjenige, und Allah Ta'ala gab dieser Seele den Sinn für Sündhaftigkeit und den Sinn für Ehrfurcht, für Gottes Ehrfurcht. Jede Seele hat das vorinstalliert. Ja? Wie wir automatisch mit unserem Mund kauen werden und Essen suchen werden. Keiner versucht, irgendwie Nahrung über das Ohr aufzunehmen. Ja? Und so die Seele, sie sucht dieses moralische Gesetz. Sie sucht es, bestätigt zu sehen. Sie kann nicht gegen das Gewissen handeln. Und wenn wir dazu gekommen sind, liebe Geschwister, dass es einen Schöpfer gibt, der etwas von uns will, er uns Gebote gibt, er uns zur Rechenschaft ziehen wird, der uns so viele Gnaden um uns herum gegeben hat, damit wir an ihn erinnert werden. Und er will von uns keinen blinden Gehorsam im Sinne von, da gibt es irgendeinen Befehl, ich mache das jetzt mal, aber ob das Ganze wahr ist, weiß ich nicht. Ob die Schrift von Gott kommt, weiß ich nicht, aber ich mache das einfach mal, weil das wird so gesagt. Nein, Allah Ta'ala will unsere Überzeugung. Weswegen er diese Fragen stellt, weswegen er uns zum Nachdenken anregt, weswegen er uns zur Forschung zwingt, in einem positiven Sinne. Wir Menschen können gar nicht anders leben. Wir werden nicht zufrieden, wenn wir nicht weitermachen. Sehen wir das nicht an Menschen, die eigentlich satt sind? Die haben schon Millionen, die haben schon Bücher geschrieben, aber der Mensch möchte mehr. Und er findet darin seinen Genuss. Zu erleben, zu forschen, zu streben, zu fragen. Deswegen will Allah Ta'ala einen Überzeugten, einen Mu'min. Und wisst ihr, was Subhanallah so unbeschreiblich ist? Wir reden von starken Muslimen als Mu'minun. Allah Ta'ala beschreibt sie im Koran, ja, al-Mu'minun. Ja, diejenigen, die ein Level weiter sind als der gewöhnliche Muslim. Und die Einzahl ist Mu'min. Und einer der Namen von Allah Ta'ala ist auch Al-Mu'min. Subhanallah. Allah will von uns Überzeugung. Und wenn wir diese Überzeugung haben, wir haben einen Schöpfer und wir haben einen Auftrag hier. Wir haben einen Auftrag. Die wundervolle Frage wieder im Koran. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und warum sollte ich nicht dem dienen, der mich erschaffen hat und zu dem auch ihr zurückgebracht werdet? Ja, in Surat Yasin, wir kennen diesen Dialog von dem Gläubigen mit den Verweigernden, den Gottverweigernden. Ja, auch ihr werdet zu ihm zurückkehren. Warum sollen wir ihm nicht dienen? Ist doch das Normalste der Welt, liebe Geschwister. Das Normalste der Welt, dass man mit seinem Schöpfer eine Beziehung hat. Und dass man gemäß dem lebt, was er einem mitgibt. Und wir wissen, das kann nur gut für uns sein. At-Tustari ist einer derjenigen, denen Allah Ta'ala sehr viel Wissen gegeben hat. Und wir sagen über keine Person, dass sie das Paradies betreten wird, außer wir wissen es aufgrund der Offenbarung, die authentisch ist. Ja? Aber wir denken gut über unsere rechtschaffenen Vorfahren. Und er sprach über die Aufrichtigkeit Allahs gegenüber. Und er sagte, wir werden Allah richtig dienen können, aufrichtig dienen können, wenn wir in dieser Welt drei Dinge nicht versuchen zu vermeiden. Hunger, wir werden Entbehrungen haben auf dem Weg, Allah Ta'ala näher kennenzulernen, ihm näher dienen zu dürfen. Wir werden also Entbehrungen, Hunger nicht aus dem Weg gehen können. Und wir sollen es auch nicht. Wenn wir die Wahl, also wenn das damit verbunden ist, Allah Ta'ala näher zu kommen, dass man auch Entbehrungen hat, nimm die Entbehrung auf dich.
Und Entbehrung, liebe Geschwister, kann sein, dass man die Möglichkeit dazu hat. Man ist reich. Man kann essen, aber man weiß, man wird dann schwerfällig. Oder man muss erstmal hin und her und einkaufen und ja, man isst was Leichtes, damit man sich den wichtigen Dingen widmen kann. Aber es mag auch sein, dass man gar nicht erst die Möglichkeit sich verdienen kann, weil man mit anderen Dingen, wie gesagt, beschäftigt ist oder weil man verbotene Dinge nicht in Anspruch nimmt. Deswegen kann es manchmal sein, dass Allah Ta'ala einem weniger gibt, scheinbar, aber dafür ist es gesegnet. Deswegen habt auch keine Furcht vor Armut. Ja, du hast ein Jobangebot bekommen als Türsteher und es sieht erstmal so aus, dass wenn du den nicht annimmst, du arm bist oder arm bleibst oder ärmer wirst, aber das ist haram, Türsteher zu sein. Ja? Wofür gibt es Türsteher? Habt ihr schon immer mal in einer Moschee einen Türsteher gesehen? Da, wo es Gutes gibt, wirklich Gutes, gibt es keinen Türsteher. Türsteher gibt es eigentlich nur da, wo es schlechte Dinge gibt. Ja? Deswegen fürchte dich nicht davor, eine Zeit auch arm zu sein, wenn es damit zusammenhängt, Allah Ta'ala näher zu kommen. Und auch Erniedrigung. Wie Allah Ta'ala auch im Koran beschreibt, ja? Manche Menschen werden lachen über einen, weil man gewisse Dinge macht. Ja, und dann in diesem System ist man dann erniedrigt. Ja? Oder irgendwelche Leute machen Witze über einen und andere Leute lachen. Die reden über die eigene Mutter und ja. Wir können da nicht mitmachen. Ja? Auch wenn wir ausgelacht werden. Das heißt, wir sollen keine Erniedrigung fürchten auf dem Wege Allahs. Wir sollen keine Armut fürchten auf dem Wege Allahs. Und wir sollen keine Entbehrungen, keine Aufopferungen fürchten auf dem Wege Allahs. Und da sagt er auch, es gibt drei Dinge, mit denen wir Allah dienen. Mit dem Verstand. Mit dem Geist. Ja, al-Aql, al-Ruh. Und mit unserem Körper. Und um unseren Verstand und unseren Geist zu schützen, sollen wir auch unseren Körper ruhig leiden lassen. Wenn es darum geht, den Verstand und den Körper zu schützen, sollen wir unseren Körper leiden lassen. Sollen wir Mühe auf uns nehmen. Aber sollte unser Körper geschwächt sein, ja, wir können beispielsweise nur im Sitzen beten, dann sollen wir nicht Leid dafür aufnehmen, das zu machen, was Allah Ta'ala einem nicht möglich gemacht hat. Ja? Was nochmal zeigt, wie wichtig unser Verstand und wie wichtig unser Geist ist. Und wie viele Menschen, liebe Geschwister, sie bauen ihren Körper auf, bauen ihren Körper auf, bauen ihren Körper auf, aber was tun sie für ihren Geist? Was tun sie für ihre Seele? Subhanallah. Ja, ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O du Mensch, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn getäuscht, der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt und in einer geraden Gestalt gemacht hat. In einem solchen Bild, das er immer wollte, hat er dich zusammengesetzt. Was? Warum werden wir getäuscht? Warum werden wir von Allah Ta'ala abgebracht? Allah Ta'ala stellt uns diese Frage. Die Koran-Kommentatoren sagen auch, das ist ein Tadel, das ist eine Warnung. Was lässt du zu, dass dich irgendetwas Nichtiges von mir ablenkt? Und At-Tustari, er sagte wundervolle Worte dazu. Auf die Frage, was trennt einen von Allah, sagte er, der Diener gehört Allah. Und Allah ist für seinen Diener da. Und nichts ist Allah näher als das Herz eines Gläubigen. Also im übertragenen Sinne, nicht im räumlichen Sinne. Ja? Und alles, was das Herz betritt, was mit Allah nichts zu tun hat, bedeutet einen Schleier auf dem Herz. Ja, dann werden wir nicht richtig sehen und wahrnehmen können. Ja, so wie wenn die Brille beschlagen ist. Ja. Und wer mit Allah verbunden ist, sinngemäß, wer mit Allah verbunden ist, der wird von der Dunya automatisch entfernt sein. Und wer die Zufriedenheit von Allah wünscht, dass Allah mit einem zufrieden ist,
den macht Allah auch glücklich und zufrieden. Wenn wir wollen, dass Allah mit uns zufrieden ist, liebe Geschwister, wir werden automatisch von Allah Ta'ala zufrieden und glücklich gemacht. Ja? Wer hatte mir das letztens gesagt? Ein Nicht-Muslim. Gestern muss es gewesen sein. Ja? Er lernt gerade den Islam und die Muslime kennen und er bekommt mit, dass einige Menschen, die noch keine eigene Wohnung haben oder die auf der Durchreise sind oder auch fluchtbedingt hier und dort in der Moschee übernachten. Und er weiß, die haben nichts. Er weiß, der kriegt es mit so. Er hat so die muslimische Gemeinde gut mitbekommen. Und dann sagt er, aber wie ich die immer lächeln sehe und zufrieden sehe. Ja, und das hat ihn stark zum Nachdenken gebracht. Weil er hat ja alles, ja, hat einen Job und hat Geld und ist Alhamdulillah gesund. Ja, wir wünschen ihm die Vervollständigung seines Weges, ja, als Gottsuchender. Und er sagt Subhanallah im Sinne von, gibt's doch gar nicht. Ja, der Mensch, wie glücklich er aussieht und wie zufrieden er ist und wie er lächelt. Ja, warum? Weil diese Person sucht die Zufriedenheit von Allah. Auch wenn sie gerade keine Papiere hat. Auch wenn sie kein Geld hat. Auch wenn sie noch nicht verheiratet ist. Auch wenn sie keine Wohnung hat. Auch wenn sie kein Geld zum Ausgeben hat. Aber Allah macht sie zufrieden. Alhamdulillah. Und wer sein Herz Allah gibt, dem wird Allah den Körper bewahren. Und damit meinte Tostari, dass man auch keine Sünden begeht. Wer Allah sein Herz gibt, Allah wird einen davor schützen, Sünden zu bewahren. Ja, und gleichzeitig sagte er, aber gemäß der Rechtschaffenheit einer Person wird sie auch fähig sein, mit Allah Ta'ala Kontakt aufzunehmen. Das ist so ein Kreislauf. Also halte dich rechtschaffen, und dann wirst du Allah dein Herz geben können. Und wenn du Allah Ta'ala dein Herz wirst geben können, dann wirst du automatisch auch von Allah Ta'ala beschützt, Sünden zu begehen. Subhanallah. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. At-Tustari sagte auch: Sprich, wir wissen nicht, aber unser Lehrer ist mit uns. Alimuna. Ja, also Allah Ta'ala, er lehrt uns. Wir sagen nicht, wir haben Ahnung, sondern wir sind unwissend. Aber Allah Ta'ala ist unser Lehrer. Und sag, du bist schwach. Wir sollen sagen, ja, wir sind schwach. Aber derjenige, der uns Kraft gibt, ist mit uns. Muqawiyuna, also der uns stärkt. Und sagt, du bist hilflos, aber der Allmächtige, Qadiruna, derjenige, der allmächtig ist, ist mit uns. Und wer la hawla wa la quwata in dem Sinne sagt, also es gibt keine Macht oder Kraft außer bei Allah. Wir sagen nicht, ja, wir sind ja, sondern wir sagen, ja, wir haben keine Macht, wir haben keine Kraft, wir haben kein Wissen. Aber wir haben einen wissenden Beschützer, wir haben einen fähigen Beschützer. Und wer das tut, und der spricht aus seiner Erfahrung, ja, er sagt, alles in dieser Welt wird auf einer Stufe sein. Ob es Luft ist oder Erde ist oder Gold ist oder Silber ist, ja, man wird nicht mehr beeindruckbar sein von dieser Welt, wenn man mit Allah Ta'ala auf diese Art und Weise verbunden ist. Subhanallah, wie gnädig Allah Ta'ala ist, liebe Geschwister. Zwei geprüfte Geschöpfe haben einen Fehler gemacht. Sie haben ein Gebot von Allah übertreten. Aber wie barmherzig Allah Ta'ala ist, wie viele Chancen er seiner Schöpfung gibt. Dem ersten Geschöpf oder dem Geschöpf auch vor dem zweiten, er stellt ihm die Frage, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
خلقتني من نار وخلقته من طين. Dieses eine Geschöpf, Allah Ta'ala sprach zu ihm, was hat dich daran gehindert, dich niederzuwerfen, als ich es dir befohlen hatte? Er sagte, ich bin besser. Ich werfe mich nicht vor dem anderen nieder, weil ich bin besser. Ich bin aus Feuer gemacht und er ist aus Erde gemacht. Es war ein Geschöpf. Was passierte? Dieses Geschöpf wurde von Allah Ta'ala verflucht. Dieses Geschöpf wird bestraft. Jetzt kommen wir zum zweiten Geschöpf. Hat auch ein Gebot bekommen, hat es auch übertreten, wie das erste Geschöpf. Und jetzt kommt die Frage Allahs, wie zuvor auch. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينٌ. Und ihr Herr rief sie, habe ich euch nicht diesen Baum verwehrt und euch gesagt, wahrlich, Scheitan ist euch ein offenkundiger Feind? Was ist passiert? Sie aßen vom Baum. Das heißt, bis dahin, liebe Geschwister, ist Iblis und Adam und Hawa auf einer Stufe. Es gab ein Gebot, sie haben es übertreten, Allah Ta'ala stellt ihnen eine Frage. Aber ihre Antwort hat sie unterschieden, und zwar die Distanz von der Hölle zum Paradies. Wir alle werden Fehler machen, liebe Geschwister. Aber Allah, er lädt uns ein. Er streckt seine Rechtleitung aus. Die Frage ist, willst du sie annehmen oder nicht? Und was sagte Adam und Hawa? قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sie sagten, unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und uns gegenüber nicht barmherzig bist, dann werden wir zu den Verlierern gehören. Subhanallah. Wisst ihr eine besondere Feinheit? Der Shaitan, der dachte immer nur an sich. Iblis dachte immer nur an sich. Deswegen war seine Antwort auch zuallererst ich, Anna. Aber schaut euch Adam und Hawa an, alayhima as-salam. Ja? Was haben sie als allererstes gesagt? Rabbana, oh unser Herr. Ihre Antwort fing mit Allah Ta'ala an. Das heißt, derjenige, der nicht selbstzentriert ist, der kein Egoist ist, sondern der mit Allah Ta'ala verbunden ist, der Allah liebt mehr als er sich selbst liebt, wie soll das auch anders gehen? Der wird immer auf dem guten Weg sein, weil er verbindet sich mit Allah. Allah steht an erster Stelle. Aber der sich selbst an erster Stelle stehen lassen möchte, ihr seht, wer sich selbst an erster Stelle setzt, kriegt keine Rechtleitung. Beziehungsweise er bekommt die Möglichkeit, aber er nimmt sie nicht in Anspruch. Hätte Iblis gesagt, oh Allah, ja Rabbi, ich habe gegen mich selbst gesündigt. Aber er hat die Gelegenheit nicht ergriffen. Das ist irgendwie interessant, subhanallah, Allah Ta'ala fragt. Und diese Frage, liebe Geschwister, ist in anderer Form uns ständig gestellt. Uns ständig gestellt. Wollen wir bereuen? Wollen wir uns mit Allah Ta'ala verbinden? Wollen wir Gutes tun? Wollen wir uns verbessern? Oder wollen wir selbstzentriert sein?